Ja, ich war auch schon relativ frühzeitig in Bulgarien und zwar war das 2001 und vor mir waren tatsächlich noch kaum Leute da gewesen. Also ich weiß, dass in den 90ern Deutschland mal da gespielt hat. Da waren einige Leute da gewesen, die ich kannte. Der Hopper, den du angesprochen hast, den Fall kenne ich natürlich auch. Das war so, denke ich, um 2000 rum. Er kommt aus Hannover, kennen die meisten Leute den Herrn. Dem haben sie tatsächlich irgendwie K.O.-Tropfen ins Getränk gekommen und das war der passt weg und alles muss zur deutschen Botschaft. Und sonst war damals noch gar niemand groß in Bulgarien gewesen. Also die üblichen Verdächtigen damals, Länderpunktesammler, die hatten es wirklich mit dem Länderspiel gemacht. Ich glaube, der Fari war in den 90ern auch mal beim Derby da gewesen, aber es war wirklich jetzt das Länderspiel ausgenommen, war da eine Handvoll Leute mal vorher überhaupt gewesen. Und ich war Krass. 2001 da. Und das weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals mit 19 in so einem Autohaus im Lager gearbeitet. Das hat irgendwie 3 Monate Probezeit, wo ich keinen Urlaub nehmen konnte und bin dann am 1.11., der erste Tag, wo es möglich war, in Urlaub geflogen. Und da war Bulgarien mein Ziel. Da habe ich die Länderpunkte Bulgarien und Rumänien gemacht. Das waren, glaube ich, die Länderpunkte 19 und 20 bei mir damals. Und war für mich damals ein mega exotisches Ding noch. Also auch Rumänien waren auch kaum Leute gewesen. Und das Bulgarien, das Rumänien von damals ist mit dem von heute auch kaum zu vergleichen, weil es, wie du sagst, war wirklich rustikaler als jetzt. Straßen kaputt, bettelnde Leute, keine Infrastruktur. Und man hat halt auch die Erfahrungswerte nicht. Also wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie Hooligans CSKA bei YouTube an reingibst, kriegst du wahrscheinlich 800 Videos vorgeschlagen und damals wusstest du einfach nicht so, ja. Dann kam dazu, es gab halt keine Billigflieger. Heute ist es ja leicht gemacht. Also ich war selber mittlerweile schon mehrfach mit Wizz Air für Flüge für wirklich 30, 40 Euro hin und zurück von Dortmund aus mal da. Und damals war es mein allererster Flug überhaupt. Also meine Eltern waren jetzt keine großen Weltreisenden, mit denen waren wir eher dann an der Nordsee mal oder so im Urlaub. Und ich habe damals mit Balkan Air, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, habe ich vor Billigfliegerzeiten wirklich 550 D-Mark bezahlt, 2001. Also, wenn mir heute einer sagt, ja, kommst du mit nach Bulgarien, hier im Flug gefunden, 280 Euro, dann frage ich, hast du noch alle Latten am Zaun? Also, haben mein Geld nicht gestohlen, dass ich das so aus dem Fenster schmeiße. Aber damals war es ein ganz normaler Preis. Also, es war gängig, 550 Mark für so ein Ziel. Und das hat das Hoppen mal damals auch nicht einfacher gemacht. Also, klar. Und ja, das habe ich mir halt damals gegönnt, war mein erster Flug überhaupt. Bin von Frankfurt nach Sofia geflogen und habe ein relativ geiles Spiel gleich am Anfang gesehen. Und zwar war da donnerstags im UEFA Cup CSKA Sofia gegen den AC Mailand. Im eigenen Stadion noch, im Bulgarska Amir, weiß ich nicht, kennst du das? Ich glaube nicht. Das Vielleicht. ist in Sofia in diesem Park direkt hinter dem Nationalstadion. Ja, Das okay. ist eine absolute Bruchbude. Also es ist heute unvorstellbar, dass der AC Mailand im Europapokal in so einem Stadion spielen würde. Für vielleicht 20.000 Leute, wo alles rostet, keine vernünftigen Sanitäranlagen, die Sitze locker sind. Also unvorstellbar, dass heute so ein Spiel da wäre. Aber damals wurde es halt da gespielt und war rappelvoll. Also ich bin auch insofern, wo ich gelandet bin, ich damals 19 überhaupt keine Ahnung auch gehabt. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die kyrillische Buchstaben haben. Bin gelandet, oh, kannst ja gar nicht lesen, so nach dem Motto. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich wollte einfach hin, habe die Spiele gesehen, ja, und ja, dann kamst du an, konntest nichts lesen, gab ja auch kein Booking, einfach mit dem Bus mal irgendwo in die Stadt gefahren, Hotelschild gesehen, ausgestiegen, was kostet's? Irgendwie war ja billig damals alles da, also irgendwie 15 Mark oder sowas, keine Ahnung. War ja auch D-Mark-Zeit noch. D-Mark war immer ganz, ganz gut zu rechnen, weil es, ich glaube, 1 zu 1 zur Lever war. Der Lever war, glaube ich, 1 zu 1. Ich glaube, zum Kann auch Euro ist sein. es jetzt, 1 Euro ist so 1,97 Lever. Also es ist eine Währung, die sehr einfach zu rechnen ist immerhin. Und ich glaube, es war 1 zu 1. Also das war einfach, ja, dann irgendein Absteiger da rein und abends Europapokal gegen Mailand. Und das war halt da auch voll das große Spiel, dass der große AC Mailand in Sofia spielt. Volle Bude gewesen. Viel Pyro, ganz gute Stimmung. Damals natürlich noch nicht so organisiert. Da gab es noch keine richtig gut organisierte Ultraszene in Bulgarien. Da war es eher, ja, so wie es in den 90ern in Deutschland war. So eine Prollkurve, Kurve, ein rauer Ort, paar Banner, Bengalos, viel Gepöbel. Aus Italien waren noch, glaube ich, gar keine Gäste da. Aber war alte Bruchbude, Europapokal unter Flutlicht, gute Stimmung. Also das war gleich ein guter Einstieg. Wo ich heute auch froh bin, da so ein Spiel im Stadion gesehen zu haben. Also Wahnsinn.
Ja, hört sich echt gut an. Ja. Krass. Und dann hast du auf der Tour auch schon noch weitere Spiele gesehen? Ja, also in Bulgarien noch zwei, war tags drauf bei Slavia Sofia gegen Levski. Slavia auch ein Bombenstadion, hat sich bis heute, glaube ich, nichts verändert. Das ist Vereinsfarben schwarz-weiß. Ist auch eine Hütte für 30.000 oder so, die aber auch vor sich hingammelt. Slavia selber hat nicht viele Fans, ist eigentlich eine graue Maus, aber die haben gegen Levski gespielt. Und da waren da irgendwie 4.000 Zuschauer, davon 3.500 von Levski, 0-0. Was ich noch weiß, war, dass vorm Stadion wollte ich mir irgendwie am Kiosk ein Bier holen. Und der hat ein Alkoholverbot. Und da war so eine Kneipe mit Außenverkauf. Da hat sie extra für mich die Kneipe aufgeschlossen. Und dann saßen innen drin auch noch irgendwelche zwielichtigen Gestalten am Zechen. Da war alles abgedunkelt. Und ich durfte mich dann auch reinsetzen und da mein Bier trinken. Als Deutscher waren sie ganz stolz. Und haben dann wieder aufgeschlossen, wo ich ins Stadion gehen wollte, dass ich raus konnte. Und ja, sonst aber da auch Oldschool-Atmosphäre. Also konntest die Szenen in Bulgarien damals nicht damit vergleichen, wie sie heute sind auf dem Niveau. Also da war die Ultraszene damals noch nicht so weit in dem Land auf jeden Fall. Na. Das war eher alles relativ ja, kultig. Wie es in Deutschland in den 90ern war, eher prollig primitiv beim Fußball. Naja, ich habe das auch von den Spielen noch auch so in Erinnerung, dass er so Niveau von einer Regionalliga West war oder sowas, so fanmäßig von irgendeinem mittelmäßigen Verein in Ja, Regionalliga West oder so. klar, war eine andere Zeit. Ja, auf Aber jeden da war ja Fall. auch Deutschland noch anders, als es jetzt ist. Also Ja, auch nicht klar. zu vergleichen. Na, Das klar. darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Ja, und dann war ich nach dem Slavia-Spiel bin ich mit dem Nachtzug nach Bukarest gefahren. Das können wir dann im Rumänien-Podcast, der dann irgendwann kommt, der durchnehmen. Hab samstags drei Spiele in Bukarest geguckt, inklusive Derby Dynamo gegen Steaua damals. Und bin dann gleich wieder abends mit dem Nachtzug zurück nach Sofia. Und war dann Sonntag nochmal bei CSKA, weil sonst irgendwie nur irgendwelche Zweitligaspiele auf dem Land gab, was mir damals noch nichts gesagt hat. Man war halt auch damals noch nicht so weit, dass man Ja, von jedem klar. grauen Bilder kannte und heiß auf irgendwelche Drittligisten war. Da habe ich einfach gesagt, ey, machst du nochmal CSKA heute gegen Lokomotive Sofia, 4-0 gewonnen. Da war es dann ganz anders als beim Mailand-Spiel. Also beim Mailand-Spiel war das Stadion rappelvoll und gegen Lokomotive war dann eher Devise, nur der harte Kern, waren irgendwie 2000 Leute da oder so. Lokomotive hat zwar eine kleine Szene, aber ist klare Nummer 3 bis 4 in Sofia. Also Levski und CSKA ist schon das Maß aller Dinge. Ja. Und die nächsten Jahre warst du dann auch immer noch mal da, weil du ein Zielspiel hattest oder weil du vorbeikamst oder weil du Bock auf Bulgarien hattest oder wie war das so? Ja, ich sehe gerade, also 2003 war ich das nächste Mal da im UI Cup, ein Wettbewerb, der ja mittlerweile in Vergessenheit so langsam gerät. Da war ich da aus dem Grund einfach, dass ich den Länderpunkt Mazedonien gemacht habe. Und zwar war ich da samstags bei Pobeda Prilep, das ist im Süden von Mazedonien Ja, gelegen. da habe ich auch den Länderpunkt gemacht. Pobeda Prilep, warst du auch, geil. Okay, cool. Ja. Und auch in Kombi mit Bulgarien nehme ich dann an, weil du eben Ja, meintest, genau. okay. Auch 2003 im Herbst irgendwann, würde ich sagen. Okay. Aber ich denke, es war nicht das. Ja, genau. Also, es war ja ein bisschen später dann. Ja. Interessant. Aber so ein halbes Jahr später. Ja. Ja, und das war auch die Zeit, ihr wart auch mit dem Auto da, oder? Ja. Ja, weil es damals einfach zu fliegen schweineteuer war. Und Ja, das stand gar nicht zur Debatte bei mir. genau, und ich bin damals halt irgendwie billig mit dem Zug nach München gefahren und von da, glaube ich, mit dem Eurolines-Bus nach Belgrad und von da dann mit dem Bus nach Skopje und Prilep weiter. War samstags beim UEFA Cup in Mazedonien, Pobeda Prilep gegen Spartak Trnava. Bin dann mit so einem uralten Lada über die Berge nach Skopje zurück, Nachtbus nach Bulgarien. Hast ja selber gesagt, die Buckelstraßen da, also es war eine Tortur damals da Von rumzufahren Hauptstadt im zur Auto. Hauptstadt, die übelsten Wiesenwege Wahnsinn, eigentlich. Wahnsinn, also völliger Wahnsinn. Und dann war ich Sonntag bei Marek Dubnica gegen Videoton Czechoslowakei aus Ungarn, sogar mit Gästen, waren irgendwie 20 Leute mit oder so. Und das war aber einfach nur Beiwerk, weil ich samstags in Mazedonien war und dann Sonntag noch kein Ja. Spiel machen wollte. Also wäre ich UEFA Cup in Serbien gewesen, hätte ich UEFA Cup in Serbien geguckt. Das war Ja. einfach, ja. Schüttelst du heute natürlich auch den Stress, aber wenn ich jetzt die Spiele sehe, was ich damals für einen Stress auf mich genommen habe, für zwei so UEFA Cup-Spiele mit tagelang unterwegs, mit dem Bus und Naja. Bahn, würde ich auch heute gar nicht auf die Idee kommen. Also Wahnsinn. Aber irgendwie auch cool, dass man die Zeiten so erlebt hat, wo es halt noch alles ein bisschen umständlicher war und man nicht einfach mit einem Wizz Air Flieger irgendwo Total, hingeflogen ist. Also, total, ich total. meine, das nimmt der Sache ja auch ein bisschen den Reiz jetzt, wenn ich jetzt einfach weiß, ich kann nach Dortmund an den Flughafen für 20 € nach Skopje oder Sofia und
steige in den Mietwagen, habe eine gut asphaltierte Straße. Das war eine ganz andere Zeit. Also das möchte ich nicht missen, da die Strapazen miterlebt zu haben. Also bei Mazedonien wurde es bei uns noch knapp mit dem Länderpunkt, weil auf einmal stand alles auf der Straße, weil eine Mine hochgegangen war neben der Straße. Oh, geil. Und also ist jetzt im Nachhinein natürlich eine geile, lustige Erinnerung oder so. Damals nicht so in der Situation. Aber das kriegst du natürlich nicht mit, wenn du einfach nur mit dem Billigflieger hinfliegst. Ja, klar. Ja, was du da erzählst mit der Mine, da wird einem in so einem Moment ja auch erstmal bewusst, wo man eigentlich gerade ist. Ja, ja. Wenn man vielleicht eine Viertelstunde vorher noch irgendwo pinkeln war am Straßenrand oder so. Absolut. Klar, natürlich. Ja, ein bisschen also, andere Zeit. Klar. Naja, wie ging es weiter? Ja, wenn wir weiterstreifen, sehe ich hier Spiele 2005. Da habe ich auf jeden Fall, das war während meiner Ausbildungszeit, da habe ich eine 2-Wochen-Tour gemacht mit diversen Ländern, also auch, ich glaube, in Rumänien und Serbien und so und auch Bulgarien hat ein paar Spiele. Ja, wo war ich da? Litex Lovec gegen HNK Rijeka. Litex Lovec spielt, glaube ich, noch zweite Liga. Litex ist auf jeden Fall eine Firma gewesen. Die haben ja auch im Europapokal öfter gespielt. Also auch gegen Union Berlin, glaube ich mal sogar. Und ich war gegen Rijeka da und auch mit Gästefans von der Armada. War ganz nett alles. Cerno Morovana war ich gegen Slavia Sofia im Schwarzen Meer. Und Naftex Burgas gegen Loko Plovdiv. Ja, hat auch gute Stadien. Cerno Moro, Naftex Burgas. Loko habe ich das erste Mal gestaunt, was die für eine Ultragruppe haben damals. Weißt du, wie die heißen? Nee. Gott mit uns auf Deutsch. Ah, okay. Mit der Fahne. Also haben wir auch wie die meisten Gruppen in Bulgarien eine politische Einstellung, die man daraus ableiten kann. Ja. Also Bulgarien ist in der Fanszene ein ziemlich rechtes Land, kann man sagen. Na, also siehst du auch überall im Land die Vereinsnamen neben jetzt Keltenkreuz oder Hakenkreuz-Schmierereien oder so. Also es ist schon derb in die rechte Schiene auf jeden Fall. Ja, ja, das kriegt man ja so als jemand mit, der es eigentlich nicht so verfolgt wie ich. Ja. Ja, dann gehen wir weiter ins Jahr 2007. Da hatte ich auch eine ganz lustige Tour gemacht. Sehe ich bei den Spielen, da hatte ich mal ein Interrail-Ticket für 2 Wochen und habe irgendwie vom Routing, sage ich mal, ich war glaube ich am Anfang in Nizza, dann war ich in Genua in Italien, dann habe ich ein paar Spiele in Italien gemacht, Slowenien, Bulgarien, Ukraine, Polen, Tschechien und heim in 2 Wochen. Also was da dabei war, da war Genua Derby, Lodz Derby, Lech gegen Legia, Plovdiv Derby, Dynamo Kiew gegen Sporting Lissabon, das war irgendwie alles in einer Tour drin. Ja, hat so gepasst und da habe ich Spiele gesehen, Lokomotive Sofia freitags, auch ein sehr geiler Ground, auch wenn sie kaum Zuschauer und eine kleine Szene haben. Und am 29.09.07 mein erstes Plovdiv Derby, Lokomotive Plovdiv gegen Botev. Ging 4-0 aus. Ich weiß aber, dass wir da ziemlich von der Botev-Stimmung geflasht waren. Dass die trotz 4-0 deutlich besser auf dem Rängen eigentlich waren. Und Stadion auch, da war ich jetzt auch vor 4 Jahren nochmal. Hat sich nichts geändert seitdem. Absolute Bruchbude. Also schon cool. Die Plovdiv-Derby ist eigentlich cool, weil es ist ein kleinerer Rahmen als Sofia, also ein kleineres Stadion. Dafür aber auch eine bessere Auslastung natürlich. Und ja, schon 2 sehr gute Szenen. Also, ja, hört man immer wieder, dass das ein gutes Derby ist. Ja, also das kann ich nur empfehlen. Und so, vor allem ein gemütliches, kleines Derby. Ganz cool, finde ich. Ja, und dann war die nächste Tour auch 2007 schon. Und zwar war es ein Derby-Wochenende. Damals schon mit Billigflieger, weiß ich. Da sind wir mit Wissler geflogen. Freitagabend von Dortmund nach Sofia. Sind dann mit dem Bus zum Bahnhof gefahren. Und sind mit dem Nachtzug gleich nach Varna weitergefahren. Waren Samstag beim Derby in Varna, Spartak Varna gegen Cerno Moro Varna. Auch eine absolute Bruchbuder-Stadion. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Also Wahnsinn. Das war ein Derby, ja. Das fällt deutlich ab gegenüber Plovdiv. Ja. Aber schon 2 Kurven, viel Proletariat, ein bisschen Pyro. Also ganz lustig, was geboten, viel Gepöbel. War schon ganz nett. Und sind dann mit dem Nachtzug nach Sofia zurück und da habe ich sonntags dann mein erstes Sofia-Derby gesehen, Levski gegen CSKA. Die spielen eigentlich für gewöhnlich immer im Nationalstadion. Das habe ich jetzt insgesamt 4-mal gesehen. Ist auch ein nettes Stadion halt. Es hält jetzt als Derby meiner Meinung nach nicht mit Belgrad oder sowas mit, aber hast halt 2 sehr gute Kurven.